Haben Sie das begriffen? Können Sie mit der anderen Seite dennoch ein wenig Austausch pflegen und Spiele zivilisieren? Aber Sie können niemals erwarten, dass da jemals ein Diskurswechsel stattfinden könnte, um solche Fragen zu stellen wie die eben gemachten. Das ist so beschäftigt damit, den Vollzug des Imperativs der Erhaltung und Neufortschreibung des Lebendigen zu vollziehen, dass wie gestern in dem Film die Moderatorin zu Olaf Schubert sagte, wenn ich diese deine Ex-Frau gewesen wäre, hätte ich dir dann alle Zähne ausgeschlagen. Sie können sich da nicht anwanzen und dann glauben, diesen allein ausschließlichen, exorbitant absolutistischen Diskurs untergraben zu wollen und zu erwarten, dass diese auf die andere Seite des Heraklits nach Parmenides käme, um diese Fragen zu subvertieren. Das wäre ein Segeln unter falscher Flagge und wird mit Zähneausschlagen quittiert. Aber wenn Sie das heraklitische sich mittreiben lassen Spiel gerne mitspielen, sind Sie ein willkommener Begleiter auf dieser Lebensreise, des gar nicht notwendigerweise Begreifens des Begreifens eines Nichtbegreifens.